Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer gemeinsamen MeTime. Ich habe gerade die Brigitte Box unboxed. Das Video habe ich auch schon hochgeladen. Und jetzt wollen wir gemeinsam noch die Goodie Box öffnen. Und wenn dich das interessiert, schnapp den Kaffee, einen Keks, wie auch immer. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns Video wieder. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Den ganzen Tag gequatscht, deswegen bin ich jetzt einfach durch. Möchte gerne das Video abdrehen, weil ich möchte die Box ja auch öffnen und schauen, was drin ist. Ich habe ich schon ein Unboxing gesehen? Ich glaube nicht. Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe jetzt noch genau 185 Videos in später ansehen. Ich habe da so eine Seite wo auf YouTube, wo du später Videos ansehen kannst und dadurch weiß ich dann oftmals gar nicht mehr, was in dem letzten Video so war. Ist völlig wurscht. Wir öffnen gemeinsam die Goodie Box. Bei mir guckt da schon ein Zipfel raus. Was ist da los? Und sie heißt im Endeffekt From Me to You. Was ich komisch finde, sie haben das einfach da so drüber bappt. Das ist die Novemberbox, aber das gefällt mir nicht. Also das ist irgendwie so lieblos. Nee, das gefällt mir nicht. Die Box selber ist grün. Ja, also irgendwie, die hatten doch irgendwann mal diese mal geändert. Das sieht ein bisschen so aus, als ob sie einfach alte Boxen genommen haben. Wahrscheinlich ist das eine alte Box. Jetzt ist das eine 21er? Habe ich eine alte Box erwischt? Ich weiß gar nicht. Also das finde ich irgendwie merkwürdig. Da ist der Janosch, der frisst gerade. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich blende euch wie immer zum Schluss ein Foto ein. Ja, Herrgott, zack. Und nicht schön eingepackt. Nicht schön. Also gar nicht schön. Was ist da los? Also irgendwie, ist das eine alte Box? Ich glaube, ich muss doch mal die anderen Videos schauen. Vielleicht habe ich eine alte Box erwischt. The Classic One. Okay, ich habe alle Produkte in dieser Box handverlesen, speziell für dich. Ich hoffe, sie gefallen dir. Alles Liebe, Sabine. Okay, yay, yeah, wir haben einen QR-Code. Kein Kommentar zum QR-Code, aber Kommentar dazu. Wenn du neu bei mir bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Und für alle, die wieder eingeschaltet haben, hi, grüß euch. Ich habe ja vorhin schon ein Video gedreht und vielleicht hast du das schon gesehen. Und ja, ich habe jetzt Feierabend und ich bin auch froh. Heute reicht's, aber ich bin so gespannt auf die Box und ich sehe schon was ganz Tolles. Das zeige ich euch auch zuallererst, weil ich habe ja den L'Occitane Adventskalender geöffnet. Und da war auf der Webseite nämlich das falsche Jahr aufgedruckt und dann hatte mir nämlich Galeria Kaufhof einen Gutschein geschickt und da konnte ich mir was aussuchen. Was habe ich mir ausgesucht? Rituals, aber in einer anderen Duftrichtung. Und hier haben wir Holy Lotus und White Tea. Ich liebe Rituals. Ich mag das einfach. Man kann zwar im Aldi und im Rossmann derzeit so Dupes kaufen. Das will ich gar nicht. Ich habe nur die Handcreme gekauft. Ich möchte gerne Rituals-Produkte. Bei mir soll Rituals draufstehen. Okay, ein sehr frischer Duft. Finde ich in Ordnung. Weil ab 10. Dezember wird unser Bad nämlich wieder in Schwung gesetzt. Das heißt, da kommt jetzt erstmal der Boden rein. Das heißt, vielleicht im Januar haben wir dann endlich ein Badezimmer. Und dann kommen endlich meine ganzen Rituals-Produkte zum Einsatz, zum Hinstellen. Und oh, ich mag dieses Klare. Das sieht so schön aus. Ich meine, da gibt es noch diese weiße Serie. Die finde ich auch sehr schön. Aber oh, Packaging, ich bin ein absoluter Fan. Ich darf auch gar nicht auf die Webseite schauen, weil da finde ich nämlich nur wieder was. Und ärgere ich mich, dass ich nicht gekauft habe. So, nächstes Produkt. Was ist das? Waschlappen? Eine Tischdecke? Ist das eine Tischdecke oder Waschlappen? Ist das eine Tischdecke? Nein, das ist ein Waschlappen. Ein Abschminktuch. Okay, ein bisschen dünn. Also ich hätte das tatsächlich als Tischdecke gedacht, aber eine Tischdecke hat keinen Griff. Oder soll das ein Topflappen sein? Ich glaube, ich... Moschi Moschi meint. Okay. Ich glaube, ich muss einfach den QR-Code doch öffnen oder anschauen. Also... Schreibt es mal, als was würdet ihr das sehen? Tischtuch in klein, wo man eine Kerze draufstellt, Abschminktuch, Waschlappen, Topflappen? Ich
kann es euch gar nicht sagen. Gut, wir haben hier eine Beautybox. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein Abschminklappen sein soll. Dafür fände ich ihn fast zu dünn. Bin überfordert. Schreibt es mir bitte mal, was würdet ihr dazu sagen. Ich werde natürlich nachher mal den QR-Code mir anschauen und bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Was es denn definitiv ist. Ein Halstuch wäre tatsächlich, obwohl farblich sehe ich dann aus wie eine kleine Stewardess. Fände ich das nicht schlecht, ist aber zu klein für meinen Putenschlunkhals. Ja, Wahnsinn. Also ich bin immer wieder erstaunt, dass da noch Produkte drin sind, wo ich keine Ahnung habe, was das ist. Nächstes Produkt von Elemis. Eine Enzymcreme. Also das ist im Endeffekt ein Säurepeeling, würde ich sagen. Papaya. Ja, 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten auftragen und dann abspülen. Ja, Elemis haben wir öfters drin. Ich weiß noch nicht, ob das weitergehen wird. Ich habe tatsächlich ganz viele Elemis-Produkte. Hatte irgendwann mal eins, was mir nicht so gefallen hat. Seitdem greife ich da überhaupt gar nicht dazu. Die liebe Franka schwört ja auf Elemis. Das ist auch eine gute Firma und auch eine hochpreisige Firma. Aber irgendwie flasht sie mich noch nicht so richtig. Nächstes Produkt. Ja, ich hatte bei der Goodiebox aus Versehen mal diese, also du kriegst ja für einen Freundecode oder wenn einer deinen Code benutzt, Punkte oder wenn du die Boxen bewertest. So, und dann hatte ich irgendwas falsch geklickt und dann musste ich sozusagen meine Punkte einlösen in Ware. Nicht in eine kostenfreie Box, sondern in Ware. Dann habe ich aus lauter Verzweiflung dieses Produkt genommen. Das ist im Endeffekt so ein Abschminkbalm, der sehr schön ist. Der duftet gut, der ist wirklich toll. Aber du darfst dieses Produkt niemals, niemals in die Augen bekommen, weil du stirbst. Brennt wie Hölle. Und weiß ich eben noch nicht, ob das nochmal, ob ich es nochmal zum Einsatz bringen werde. Ich glaube eher nicht. Das ist, wie gesagt, ein schönes Produkt, aber ich habe momentan ein anderes noch, zumindest in der Pipeline zum Verwenden. Das benutze ich nämlich gerade. Tolles Produkt, auch nicht günstig, aber das brennt so doll. Also, und du hast manchmal einfach, wenn du dann dir das Gesicht wäschst, dass da ein bisschen noch was in die Augen kommt. Und das hat mich ein bisschen genervt. So, dann haben wir eine Gesichtscreme. Comedeux, okay, die kenne ich, Comedeux kenne ich zwar, aber die Creme kenne ich noch nicht. Ist, glaube ich, auch eine recht teure Marke, wenn mich nicht alles täuscht. Vegan, parfümfrei, aus Italien. Da steht aber auch jetzt nichts hinter. Ich kenne die Verpackung. Ich glaube, da hatten wir schon mal irgendwas drin. Ja, ich mag nicht so gerne dieses Alu. Das hatte mal was von... wie heißt Tomatenmark? du bringst zwar da einen Haufen Gramm raus, aber Packaging flasht mich jetzt nicht so. Das sieht echt immer so aus wie Olle. Also wenn ich das ohne Verpackung verschenken würde, würde wahrscheinlich der Beschenkte sagen, Mei, in welche Ecke hast du denn das rumhergeschmissen? Deswegen, yay, tolles Produkt. Und das war es tatsächlich schon mit der Box. Was sage ich jetzt zu der Box? Ich habe ein Highlight-Produkt, nämlich meine Handseife. Und die anderen 1, 2, 3, 4 Produkte werden weitergehen. Also ich sage jetzt mal, ich glaube 29 Euro oder 19 Euro, ich weiß gar nicht, was ich für die Goodiebox zahle. Dann hätte ich mir das auch kaufen können. Flasht mich diesen Monat überhaupt nicht die Box. Und tatsächlich, wie gesagt, ich glaube, dass das überklebt ist. Das finde ich halt einfach, nee, da freue ich mich einfach nicht drüber. Also wirklich nicht, da freue ich mich nicht drüber. Auch wenn ein Rituals-Produkt drin ist. Hatte für mich so einen lieblosen Touch irgendwie. Wie gesagt, Produkte alle in Ordnung, will ich gar nicht meckern, aber irgendwie, nee. Da fand ich die Brigitte-Box, die ich vorher geunboxt habe, einfach ein bisschen schöner. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Die Produkte brauchen wir gar nicht drüber reden, die sind in Ordnung, aber irgendwie flasht es mich diesen Monat nicht. Aber das ist halt auch oftmals dem geschuldet, weil ich ja viele Produkte schon habe, für euch gerne teste. Und ja, ich habe auch zum Beispiel bei meiner Umfrage euch gefragt, eben was ich noch so machen sollte. Und da hat jemand geschrieben, ich soll doch wieder Hauls machen. Das heißt, ich muss wieder shoppen gehen für euch. Das tut mir so leid, dass ich shoppen gehen muss.
Also bitte ein bisschen Mitleid. Und deswegen werden da wieder einige Produkte einziehen demnächst. Am 27.12. ist der erste Advent übrigens. Da kommt unser Kleeblatt wieder zum Einsatz. Das heißt, wir vier, die liebe Graufalter 50, Karin von Farbenfrohe 60+ und die liebe Margarita von Make-up und mehr, wir machen wieder sozusagen ein Gemeinschaftsprojekt. Wer Lust hat, schaut gerne bei mir und den anderen vorbei. Und dann sehen wir uns einfach zu einem nächsten Video, zu einer nächsten MeTime wieder. Ich freue mich auf euch und ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Feierabend für diejenigen, die noch erst los müssen, weil sie Spätschicht haben. Ihr haltet das durch, ihr schafft das und später wünsche ich euch natürlich auch einen schönen Feierabend. Alles Liebe, eure Heike.